Ich liebe Tatami-Matten genauso sehr wie Apfelwein und Luxus-Tatami-Matten. Mag ich sogar noch mehr. Weil du so gut auf ihnen schläfst, wenn du zu viel Apfelwein getrunken hast? Der Blick. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardust Chronicles, zur zweiten Demo hier. Und wir haben als Hauptquest hier immer noch die Schatten am Rand und sollen dafür Sylvian am Nachts in Nutria auf der Strandstraße vor der Barriere treffen. Und ich glaube, das werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen, weil wir haben jetzt hier, meine ich, nachts. Ja, Nacht. Deswegen, ne, schauen wir uns einfach mal an, was sie uns zu sagen hat. Ist das nicht die Eistuse? Eis. Überall nur Eis. Sie ist wie in Trance. Das ist echt die Eistose. Ich konnte mir den Namen nicht merken, deswegen, ne, also. Ich hatte mit der bislang auch noch nicht so viel zu tun. Ah, da ist es doch. Let's go! Da seid ihr ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte mich nicht deutlich genug bezüglich des Treffpunkts ausgedrückt. Kommen wir einfach zur Sache. In Ordnung, dann schauen wir mal, ob wir hier Spuren der schwarzen Kreatur finden können. Ja, lass mich das mal auschecken. Was war das? Ein Runenzauber. Weißt du, die schwarze Kreatur ist ein schattenbasiertes Monster und ich beherrsche Schattenrunen. Ich kann Spuren der Kreatur so ausfindig machen. Und? War sie hier? Nein. Wie auch immer das Monster die Barriere überwinden konnte, es hatte nichts mit der schwarzen Kreatur zu tun. Echt nicht? Damit stehen wir wieder am Anfang, was, Wirbel? Aber Corin meinte ja auch, dass sie erst am Ende des nächsten Jahres angreifen würde. Was meinst du damit? Woher willst du das denn wissen? Warte, ich dachte, du weißt von der Zeitschleife. Zeitschleife? Hat dir Xelia etwa zu viel von ihrem Apfelwein abgegeben? Moment mal, woher weißt du denn überhaupt von der schwarzen Kreatur? Ich bin ja sozusagen schon einmal begegnet, bevor ich nach Nutria kam. Wirklich? Was ist passiert? Was geht dich das an? Hör mal her, ich hab dir bei der Sache hier geholfen und jetzt bist du mein Untertan. Alles weitere ist nicht wichtig. Tschüssi. Sie scheint wirklich einzigartig zu sein. Naja, reden wir mit Corin und sagen ihm, was wir herausgefunden haben. Quest wurde aktualisiert. Okay. Ach, macht er das jetzt automatisch oder komme ich jetzt wieder? Ah, nee, stimmt, ich war ja in diesem Zwischensequenz-Dingens. Aber wenn der hier für die Zwischensequenz extra neu lädt und danach wieder zurücklädt, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Zeit während den Zwischensequenzen hier nicht weiterläuft. Was ziemlich angenehm wäre. Was nämlich auch so ein bisschen dieses, liest man jetzt eher schnell oder eher langsam dann so entkräften würde. Dass die Leute, die eben langsam lesen, dann trotzdem sich keine Hektik in solchen wichtigen Sequenzen machen müssen. Wow, die Tür ist fest verschlossen. Okay. Ja, stimmt, die haben wir ja auch getroffen, wie sie raus sind. Die Tür ist fest verschlossen. Okay. Ach, aber zu ihr dürfen wir, okay. Ja, hi! Wie schön, dass wir uns heute noch sehen. Ich dachte bereits, ihr wollt nicht mehr mit mir reden. Wieso sollten wir nicht mit dir reden wollen? Wenn man an einem Grab vorbeigeht, sollte man immer seine Daumen verstecken. Warum das denn? Das ist ein altes Sprichwort. Ich weiß selbst nicht so genau, was es damit auf sich hat. Und dennoch befolgst du es? Ja, viele dieser Sprichwörter erhalten verstecktes Wissen älterer Generationen. Warum sollte ich ihre Weisheiten ignorieren? Gut, dass sich das Wetter heute gehalten hat. Jetzt bin ich fertig mit dem Postrundgang und es kann von mir aus auch noch regnen. Sylvian scheint mich nicht sonderlich zu mögen, wenn ich nur wüsste, was mit ihr los ist.
Weedy hat mir neulich angeboten, meine Flöte mit Erzen zu verstärken, aber ich glaube nicht, dass er das etwas bringen würde, außer es gibt Erze, welche den Klang verbessern können. Moment, greift sie dann, wenn man sie irgendwie mit im Team hat, mit Musik an, mit Flöte oder wie? Mal schauen. Trägst du eigentlich gerne die Post in Nutria aus, Xelia? Ja, mir gefällt der Gedanke, dass die Leute hier dank meiner Arbeit einfach in Kontakt bleiben können. Ich habe früher einige Zeit lang bei Tyara gelebt. Sie hat mich aufgenommen und wie eine Mutter für mich gesorgt. Oh. Ey, wie viel man da erfahren kann. Evelyns Beschwörungsversuche sind sehr interessant. Leider möchte sie dabei immer ungestört bleiben. Ich liebe Tatami-Matten genauso sehr wie Apfelwein und Luxus-Tatami-Matten. Mag ich sogar noch mehr. Weil du so gut auf ihnen schläfst, wenn du zu viel Apfelwein getrunken hast? Der Blick. Oh, Temsig und Wirbel. Seid willkommen in der Residenz Glacia. Residenz Glacia? Warum nennst du dein Haus so? Ich finde, das klingt einfach unheimlich cool. Außerdem habe ich in einem Buch von einem Dorf gelesen, in welchem es immer kalt und verschneit sein soll. Der Name des Dorfes war Glacia und ich fand den Namen einfach schön. Glacia. Glacia. Könnte einem dieser Name bekannt vorkommen? Mal schauen. Ich weiß, warum gibst du Corins Haus nicht auch einfach einen Namen? Immerhin wohnst du jetzt darin. Ein Name für das Haus? Ich weiß ja nicht. Fällt dir nichts ein? Wie wär's mit Residenz Wirbel? Residenz Wirbel? Ja, immerhin ist nicht jeder mit einem Runengeist befreundet. Das gibt deinem Haus einen mystischen Charakter. Findest du? Sag mal, Wirbel, was hältst du davon? Klingt super, meh. Klinger super? Okay, ich würde mal sagen, das Klinger super. Wirklich, Wirbel? Ich finde den Namen ja ziemlich albern. Super, ich wusste, dir würde die Idee auch gefallen, Wirbel. Ja, Schreibfehler können jedem passieren. Zumal R und T nebeneinander liegen, also, ne? Angeblich soll es einen Wurm geben, der nur die Buchstaben aus Büchern frisst und dann ein Buch voller leerer Seiten hinterlässt. Leer sind sie nicht. Ja, es ist eher ein Buch voller Seiten mit Löchern, also voller gelöcherter Seiten. Hast du das in einer Gruselgeschichte gelesen? Ach, okay. Ich würde einen solchen Wurm nur zu gerne mal in echt sehen. Sie hört mir ja nicht zu. Okay, ich glaube, das war erstmal genug mit Xelia geredet. Lassen wir sie weiter ihren Apfelwein frönen und schauen mal, ob wir vielleicht... Der Tag wird in einer halben Minute enden. Wie war das? Runter? Nee, hoch. Ah. Dann legen wir uns jetzt dann doch besser schlafen. Ich bin so müde. Gehen wir schlafen. Ja, wir haben in einer der vorigen Folgen, die ich aufgenommen habe, ich habe ja die vierte noch nicht verarbeitet, wie ich gesehen habe, haben wir auch Holz übersehen. Oh, die Szene, ja. Genauso wie Gronkh ja gerne mal Eisen oder Diamanten oder so übersehen hat, habe ich da Holz übersehen. Nee. Naja. So klappt das nicht. Die kommen mir aber auch immer in die Quere. Ach, die Szene, die ist so toll. Hey, was machst du hier? Verzeihung, kennen wir uns? Ich denke nicht. Weißt du was? Solange du keinen Ärger machst, werde ich dich nicht verraten, in Ordnung? Ich schaue mir die Festung nur an. Ich hatte nicht die Absicht einzubrechen oder so. Wirklich nicht. Wirklich nicht? Ich weiß nämlich, dass du da eine Menge Sternstaub in deiner Tasche hast, du kleiner Frechdachs. Was? Wie? Ja, das war nämlich die Frechdachs-Szene. Mein Plektrum. Es reagiert auf Sternstaub. Kannst du damit Sternstaub aufspüren? Wie ein Sternenstaubradar? Sag dich doch gerade. Schon gut. Hörst du mir überhaupt zu? Wirst du mir antworten?
Übrigens scheint auch einiges an Sternstaub in der rotblauen Festung zu liegen. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Naja, ich muss dann mal weiter meine unfassbar wichtige Quest erfüllen. Mach's gut und pass auf dich auf. Tschüssi. So hat er Dakona kennengelernt. Guten Morgen, Wirbel. Ich habe ein was Seltsames geträumt, ne? Ich weiß, frech Dachs. Hey, das hat Dakona immer zu mir gesagt. Kannst du etwa meine Träume sehen, Wirbel? Weißt du, Wirbel, um ehrlich zu sein, war das war kein gewöhnlicher Traum. Genau so ist das damals mal passiert. Meine erste Begegnung mit... Ich kann immer reden. Meine erste Begegnung mit Dakona ist genauso abgelaufen. Ich traf sie vor der rot-blauen Festung, als ich auf der Suche nach Sternstaub war. Aber wie dem auch sei, lass dich nicht durch meine Träume ablenken. Versuchen wir herauszufinden, wo Dakona steckt. Okay, versuchen wir mal. Mal schauen, wie weit der Frechdachs hier kommt. Oh. Guten Morgen, Temsig und Wirbel. Seid ihr bereit, heute auch wieder alles zu geben? Ja, klar. Du solltest niemals in der Dunkelheit pfeifen, sonst wird eine Schlange erscheinen. Eine Schlange? Ja, das ist ein altes Sprichwort. Man darf das mit der Schlange nicht so wörtlich nehmen. Sicher steht darin nur sinnbildlich. Sie steht darin sicher nur sinnbildlich für Gefahr. Sylvain geht zur Zeit dienstags und donnerstags immer am Rathaus spazieren. Könntest du bitte mal nach ihr sehen? Ich mache mir Sorgen um sie. Bolto. Sylvain, wer war es nochmal Sylvain? Dienstags und donnerstags am Rathaus. Was haben wir gerade? Morgen. Aber ich weiß nicht, welcher Morgen. Cool. Das ist cool. Vielleicht bräuchte ich dafür halt einen Kalender oder so. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das kann gut sein. Warte, Bolto. Aber wir haben ja noch einen Brief. Upsi, Moment mal. Hast du dir schon die Bücher bei mir im Observatorium angeschaut? Natürlich hast du das, nicht. Wie solltest du auch? Immerhin ist heute dein erster regulärer Tag in Nutria, nicht wahr? Wie dem auch sei, dort findest du viele nützliche Informationen. Temsig, wenn du mal vom Kämpfen erschöpft bist, kann ich dir das Bad im Gasthaus empfehlen. Nach einem anstrengenden Tag gibt es nichts Besseres, um sich zu erholen. Das Bad wird uns kostenlos von Nutrias Verwaltung zur Verfügung gestellt. Bis dann, deine Nerolia. Hey, Untertan. Ich hoffe, du arbeitest hart an unseren Zielen. Sieh das als kleine Motivationshilfe an. Wenn du deine Sache gut machst, habe ich vielleicht noch mehr davon für dich übrig. Die große Sylvain. Okay, alles klar. Hat sie uns ein kleines Taschengeld gegeben, hm? Die müssen wir wieder schön hier gießen. So. Da-dam. Erstmal wieder Holz einsnacken. Ja, genau dieses Holz habe ich übersehen. Genau das hier. Ach ja. Aber gut, ich bin ja kein so großer bekannter Let's Player, als dass ich hier mir dann in den Kommentaren anhören dürfte, du hast da Holz übersehen. So. Hat mich aber im Nachhinein wirklich bei der Verarbeitung selber geärgert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Schokomünze. Wenn das Schokomünze ist, gibt es hier dann noch andere. Wer weiß. Ob man den Stein da links irgendwie Ah, ne, hier ist er auch. Okay. Die Pflanze greifen wir besser nicht an. Was passiert, wenn ich hier einfach reingehe? Ah, da steht er. Hey Kumpel, da bist du ja. Können wir anfangen? Ich denke schon. Das wollte ich hören. Zunächst benötigt ihr das hier. Runenring Silber. Dieser Ring ist das Hauptwerkzeug eines jeden mutigen Abenteurers, der sich in diesen Minen wagt. Und was kann der? Halt dich fest, Kumpel, denn das wirst du nicht glauben. Dieser Ring konzentriert Runenmagie auf einen Punkt und tötet so eine löst so eine kleinere Explosion aus, die gerade ausreicht, um Steine aus dem Weg zu räumen. Lassen sich Steine nicht auch mit anderen Runen zerstören? Schon möglich, aber ihr wollt ja nicht den Stein pulverisieren. Denn vielleicht enthält er ein wichtiges Erz. Komm mit. Diese komische Statue dort ist vermutlich ein Überbleibsel des Himmelsvolkes.
Ich habe kürzlich herausgefunden, wie sie funktioniert. Doch dazu später mehr. Und diese Sternstaubbarriere hat Korn errichtet. Sie hindert die Monster der Mine daran, nach Nutria zu kommen. Wir Menschen können aber einfach hindurchlaufen. Ziemlich praktisch, nicht wahr? Komm, gehen wir. Willy hat sich dem Team angeschlossen. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen dann im nächsten Part. Für diesen hier soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und ja, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Stardust Chronicles, die zweite Demo. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.